Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal hier bei Mehmet OE. Ich bin gerade hier in Irland. Ja, nicht das Irland, was ihr denkt. Das ist hier bei Kevla. Das nennt sich hier Irland. Ist was für Kids und so. Einfach so wie so eine Art Freizeitpark. Und ich habe jetzt hier 6 Stunden nichts zu tun. Mein Bus, der steht da vorne, könnt ihr sehen. Dann gucke ich mal, ob ich hier irgendwo in der Nähe, entweder nach Kevla oder so komme, um für euch vielleicht irgendwelche Busse oder Bahnhof, was ich hier so finde, aufzunehmen. Seid einfach mal gespannt, was ich gefunden habe. So, bis später. Das ist doch mal ein schöner Anblick, Leute. Direkt an der Windmühle, Haltestellen. Mal gucken, was für ein Bus hier gleich kommt oder wann es überhaupt kommt. Nicht, dass ich hier jetzt stundenlang hier warten muss. Also die nächstgrößere Stadt wäre hier Kevela. Die haben, glaube ich, sogar auch einen Bahnhof. Mal gucken, ob ich irgendwie dahin komme. Ja, da könnt ihr auch noch mal sehen, Bushaltestelle Airport Shuttle, die 73. Oha, können wir mal ins Airport. WC ist das hier in der Nähe fahren. So, ich mache mich mal schlau und melde mich gleich wieder. Ich habe mich mal schlau gemacht, 11.35 Uhr. Das ist unsere... Die dritte Haltestelle wäre jetzt hier Twisteden, ne, hier einen weiter hier vorne, Irland. Und Endhaltestelle ist Kevela Bahnhof. So, mal gucken, was für ein Bus und so gleich kommt. Ich bin selber mal gespannt. So, ich glaube, da kommt was Grünes, wollte ich sagen. Da fahre ich aber nicht mit. Nee, auf keinen Fall. Ist auf jeden Fall kein Bus. Sah von weit so aus. Ich bin immer noch am Warten, aber auf der anderen Seite kommen 2 schöne Universe-Busse. Sehr schön. Wunderbar. So, ich stehe wie gesagt immer noch hier. Bis jetzt tut sich nichts. Entweder eine Verspätung. Oder irgendwas stimmt hier nicht. Aber ihr müsst mal gucken gleich, wenn die, guck mal jetzt, ne, solange die hier, da, ab da ist ja 50 und die sehen mich hier mit so einem Dings in der Hand, die denken, ich bin die am Lasern oder so. Da gehen die direkt in die Eisen. Mal gucken, ob der das auch sieht. Ja, seht ihr, der ist sofort langsamer geworden. Ja, jetzt geht deine Bremse. Jetzt hat er geguckt. Oh. Ich habe gedacht, jetzt kommt einer, aber immer noch nicht. Ist zwar ein MAN, aber ein LKW. Ja, der geht auch in die Bremse. So, ich glaube, ich habe ihn entdeckt. Ich stell mich schon mal hier hin. Das müsste die NIAC sein eigentlich. Mal schauen. Ja, von weit sieht das auch wie nach einem Citaro aus. Ich guck mal, was das für einer ist. So Leute, ich bin im Bus. Ist ein bisschen älteres Citaro. Im Auftrag von der NIAC, so wie ich gesehen habe. Aber die haben hier ganz eigene Regeln. Ich durfte nicht vorne einsteigen, ich muss hinten einsteigen. Die haben vorne die ersten Sitze auch zugemacht, damit sich da keiner hinsetzt. Tja, sind einige Fahrgäste im Bus, deswegen kann ich nicht alles aufnehmen. Bei Gelegenheit nehme ich natürlich auch alles auf. Ja, bin mal gespannt, wo es hingeht. Also mit Maskenpflicht. Manche haben Maske auf, manche haben keine Maske auf. Ja. Der Fahrer hat gerade voll laute Musik gehört. Jemand wollte den was fragen, hat er gar nicht registriert, dass einer da ist. Ja, ich sag nur nichts lieber. Das war der Citaro, mit dem wir gekommen sind. Habe ich mir schon gedacht, ein älteres Modell. Ein C1er noch trotzdem. Und wir sind jetzt hier in Kevela am Bahnhof angekommen. Ja, ist nichts Dramatisches, nichts Großes. Aber für diejenigen, die das hier nicht kennen. Deswegen bin ich ja auch immer unterwegs, um euch ein paar Sachen zu zeigen. Wie das auf der Welt, in Deutschland, Europa, keine Ahnung, wo ich immer überall bin. Was es da so alles gibt.
So, da gehen wir natürlich auch gleich mal rein und schauen, was da so los ist. Gerade sagen, da kommt ein schöner MAN Line City. Oh, noch einer. Das sind die richtigen Leute. Schaut mal. Ja, das ist original NIAC. Und der andere, das war nur so ein Subunternehmer. Sehr schöner Effizienz-Hybrid. Ja, schön blau und weiß. Mal gucken, vielleicht sehen wir gleich noch mehr. Aber wir wollen uns jetzt erstmal auf den Bahnhof konzentrieren. So, der erste Anblick ist natürlich schön. Extra für Rollstühle haben die hier so eine Rampe gemacht, damit die hier rein können. Dann dürfte auch die Tür eigentlich automatisch aufgehen. Oder sollte aufgehen, jawohl. Ist noch alles zu. Und gucken wir mal. So, Keveler. Zwei Gleise. Der fährt dann bestimmt weiter entweder nach Duisburg oder Oberhausen oder Wesel. Zanten könnte auch hier fahren. Wir können ja mal gucken, in welche Richtung hier was fährt. Das sind sehr wahrscheinlich alles nur Regio-Züge. Bin mal gespannt, ob ich überhaupt einen Zug vor der Linse bekomme hier. So, da gucken wir mal, was hier los ist. Keveler 1138 Niers Express nach Weeze, nach Kleve, okay. Niers Express 1151, wie spät haben wir jetzt? Ja, da müsste gleich einer kommen. Okay, einen kann ich euch zeigen. Mal gucken, was das für einer ist. Die haben hier auch so eine schöne Brücke hier gebaut, damit man auf die andere Seite kommt. Ja, einfach hoch und auf die andere Seite, wieder runter, auch auf die anderen Gleise. Ja, da braucht man nicht hier rüberlaufen. Die haben keine Unterführung, sondern eine Oberführung, Überführung. Keine Ahnung, wie das heißt. Und dahinter, wenn mich nicht alles täuscht, müsste eigentlich ein großer Busparkplatz sein, wo ich auch schon mal Videos gedreht habe, meine ersten Videos. Ja, das ist das, da kann man noch sehen. Ein Stückchen weiter da hinten, da müsste ein großer Busparkplatz sein. Aber ich warte immer noch auf den Zug. Entweder hat er Verspätung, weil wir haben schon 55 gleich, wie ihr sehen könnt. Oder der ist ausgefallen. Ich warte mal noch ein bisschen. Hier kann man auch Tickets kaufen. Das ist immer noch VRR-Gebiet hier, wie ihr sehen könnt. Auch da steht sogar noch extra 1111 Krefeld Hauptbahnhof Süd fährt ein Schienenersatzverkehr. Da oben war sogar so eine Anzeige. Okay, muss man erstmal da drauf. Ich habe gedacht, es wäre erst eine Werbung, eine beklebte Werbung, aber da steht was drauf. Ja, Tarife, Fahrplanauskunft, NRW, Pauschalbetrag. Ja, nimmt keiner mehr. Alle kaufen nur noch, hier, Aktionsangebot, 9-Euro-Ticket, Monat August. Genau, den habe ich hier. Diesen Monat noch und dann mal schauen, was dann passiert. Leute, schaut mal, was ich hier gerade entdeckt habe. Wer lesen kann, ist klar vom Vorteil. Auf den wir warten, RE10 Niers Express, Kleve, Krefeld, Düsseldorf, von 25. Juni bis 7. August, Ausfall. Es fahren Shuttlebusse. Ja, toll. Und ich wollte euch einen Zug zeigen. Ich kann euch gar keinen Zug zeigen. Ja, toll. Und da oben kann man es auch noch mal Zugverkehr. Warte, unter www. Ich muss euch das nochmal komplett durchlesen. Bauarbeiten. Der Zugverkehr ist eingestellt. Ja, toll. Ein Ersatzverkehr ist eingerichtet. Also die blauen Busse, deswegen habe ich mir schon gedacht, was suchen die hier in NIAC, in so einem kleinen Örtchen hier. Das waren wohl die Schienenersatzverkehre. Ja Leute, hier aus Krefeld, Krefeld sage ich schon, weil ich da gerade Krefeld sehe, Keveler gibt es keine Züge. Ja, jetzt warte ich mal auf den Schienenersatzverkehr, mal gucken, ob der überhaupt kommt. Ansonsten haben die hier auch so Bürgerbusse, so kleine. Zwischen Twisteten, Keveler und so was alles. Aber ansonsten hier nicht viel los. Ja, ich warte. Leute, auf der anderen Seite tut sich was. Da kommt gerade was Spektakuläres, so von weit, was ich so sehen kann. Bin mal gespannt. Ganz in Grau. Sollte das ein Schienenersatzbus sein? Ein Solaris. Okay. Ja, fahren wir da mal mit. Mal gucken, wo der hinfährt.
Ja, so einen schönen Urbino 18. Da fahren wir mal einfach mit. So Leute, ich bin mal hier ausgestiegen und zwar bin ich jetzt hier in Geldern. Das ist der ursprüngliche Krefelder Bus und das ist hier auch ein Krefelder Bus, allerdings als Schienenersatzverkehr. Ja, bin einfach mal mitgefahren. Da kann ich wenigstens mal hier ein paar Züge euch vielleicht vorstellen. Jetzt bis extra nach Krefeld zu fahren, war mir doch ein bisschen nicht so gut. Wer weiß, da stehen auch schon jede Menge Leute, die warten da tatsächlich auch noch alle auf den Zug oder so. Es ist wirklich scheiße, wenn mal so Züge ausfallen und alles aus den Fugen gerät. Ja, mal gucken, ob ich hier noch ein paar Züge wenigstens sehen kann. Wir haben hier einen schönen Bahnhof, aber ich glaube, ich werde wieder Pech haben. Hier werden wohl auch keine Züge fahren. Deswegen fahren die hier auch als Schienenersatz. Hier, mit dem bin ich ja gerade gekommen. Der fährt jetzt weiter. Ein lustiger Fahrer, ja, okay. Gut, aber ich habe ja ein 9-Euro-Ticket und damit kommt man überall hin. Das wäre dann der Zopp von Geldern. Genau wie ich es vermutet hatte, ist hier auch der Schienenverkehr eingestellt worden, wegen Bauarbeiten. Da oben steht es nochmal. Aber wenigstens haben wir hier mal ein paar Schienen gesehen und Geldernschilder, aber keine Züge. Ich muss euch unbedingt noch einen Zug zeigen heute, Leute. Heute, Leute. Das heißt, ich muss weiterfahren, eigentlich dann nach Krefeld. So, da kommt auch wieder ein schöner MAN. Mit dem können wir dann ja mal weiterfahren nach Krefeld. Jawohl. Da fahren wir jetzt mit weiter nach Krefeld. Und hoffe, dass wir da ein paar Züge sehen. Schön klimatisiert, wirklich schön, mit so schönen Muster. Das sieht aus wie diese blauen Augen von den türkischen Dingern, für Nazar. Auch nicht schlecht. Ja, aber schön kalt, auf jeden Fall, die Klima funktioniert einwandfrei. Ja, natürlich kann ich nicht wieder alles aufnehmen, weil jede Menge Leute hier drin sind. Manche haben Maske, manche nicht. Dann lassen wir uns mal überraschen. Immer den Schienen entlang, dann kommen wir nach Krefeld. So, hier können wir den noch mal von der Seite sehen, das Gelenk. Ja. So Leute, hier ist richtig was los. 3-4 Busse warten hier für den Ersatz, Schienenersatz. Natürlich, wenn so ein Zug ausfällt, ist klar, müssen 3-4 Busse gleichzeitig fahren. Der Dienstleiter, der versucht da alles zu regeln, aber ohne Erfolg. So, der Kollege hat geschafft, der fährt jetzt Richtung Kleve. Mit dem muss ich auch gleich wieder zurück, wenn wir gleich hier ein paar Busse aufgenommen haben. Aber ich zeige, hier mit dem bin ich ja gerade gekommen. Da war wirklich sehr, sehr schöne Klimaanlage, die war richtig schön kühl. Ja, und hier stehen auch noch ein paar einige extra Busse hier rum für die normalen Linien hier für Krefeld. Und ich gucke jetzt mal, wo der Bahnhof ist, um euch endlich mal ein paar Züge zu zeigen. Hier steht noch so ein Hybrid. Ja, die fahren hier auch gemischt, auch gemischte Farben und so. Ja, mal gucken, was wir hier noch alles erleben. Hier sind auch die Haltestellen von den Fernzügen. Fernzügen sage ich schon, Fernbussen. Hier Flixbus, Simbad und sowas alles. Die können dann hier die Leute aufsammeln. So, und da ist der Krefelder Bahnhof. Und da gehen wir jetzt rein. So sieht das hier aus. Der Bahnsteig. Über mehrere Tunnel muss man wohl hier gehen. Ja, da steht auch zur City,
Da hinten sehe ich schon Gleis 4, 5 und sowas alles. Ja, dann schauen wir mal, dass wir ein paar Züge sehen können. Auch das gleiche Bild wie überall. Fahrstuhl für Rollstuhlfahrer und so. Ich gehe mal hier hoch. Da sehe ich schon 14:35 nach Rheine, nach Hannover, ICE, Regio. Ja, hier bin ich richtig. Oh, da steht auch schon so ein kleiner. Ach, hier ist der Niers Express. Woanders werden sie gebraucht, hier stehen sie rum. Das wäre der gewesen, der ausgefallen ist, beziehungsweise weil da was gebaut wurde. Haben wir den trotzdem gesehen. Genau, REC Niers Express. Bis hierhin kommt der, dann steigen die alle um und dann mit Bus weiter. Ja. So sieht das Teil von vorne aus. Ja, schön. Der hat zwar keine Hamsterbacke, aber naja. So, mal gucken, ob noch was kommt. So Leute, ich habe noch ein paar Minuten. Da müsste gleich noch ein Bus kommen. Und hier, wie gesagt, die warten hier auch noch das auf ihren Einsatz. Hier die ganzen ja, Stadtwerke Krefeld. Hier kann man auch sehen, dass die Kollegen auch hier direkt wechseln. Der eine hat eine Tasche schon da, der eine hat schon einen Rucksack da. Und wie ihr sehen könnt, fast alle Busfahrer übergewichtig. Bleibt ja nicht aus, ne? Aber die haben wirklich sehr schönes Fuhrpark hier. Schön hinten rot mit weiß. Wirklich toll. Stadtwerke Krefeld. So, jetzt kann ich mich auch mal in die Kunden versetzen, wenn die auf Schienenersatzverkehr und sowas warten. Wenn der einfach nicht kommt und so und wenn man Zeitdruck hat, ja, das ist dann natürlich ärgerlich. Der Verhoeven, der ist auch da. Jawohl. Theo Verhoeven. Und hier kommt die andere 102 Richtung Krefeld. Jetzt müsste eigentlich sein Gegenspieler gleich hier erscheinen. Dann können wir mit dem mitfahren. Ich bin ein WLAN-Bus. Der hat sogar WLAN. Okay. Und Leute, das ist zwar alles gut organisiert. Die haben hier so Zelte und so aufgebaut. Und da sind auch ein paar Dienstleiter, die alles dann organisieren. Aber keiner weiß so richtig, wer wo was hin. Der Bus, der ist richtig brechend voll. Ich nehme den nächsten. Der ist auch ein bisschen schneller. Ja, irgendwie komme ich hier wohl weg. So, wir sind so langsam wieder in Kevela. Das ist der Parkplatz, wo ich gesagt habe. Und hier steht auch schon ein Reisebus. Wie gesagt, hier habe ich meine ersten Videos auch schon gedreht. So Leute, wieder angekommen in Kevela. Jetzt müssen wir noch auf den 73er Weeze Flughafen Shuttlebus warten und dann geht es wieder zurück. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis der Bus kommt. Da kann ich euch ja mal so ein bisschen Kevela hier vorstellen. Hier war ich ja schon öfters. Kevela ist ja so eine Pilgerstadt, irgendwas mit der Kirche, jemand hier gesehen worden und so. Kenne ich mich auch nicht ganz aus. Und da ganz hinten habe ich etwas Besonderes. Dann fühle ich mich immer wohl. Da denke ich immer, ich bin in England. Ich laufe mal dahin, dann zeige ich euch, was ich meine. Und zwar das hier. Eine englische Telefonzelle und eine englische Briefkasten. Ja, Post Office. Wird sogar gelehrt. Wirklich toll. Ja, und das ist die berühmte englische Telefonzelle. Und hier sind normalerweise auch ein paar Reisebusse und Linienbusse und sowas. Aber im Moment ist hier nichts los. Aber hier kann ich jetzt auf meinen Bus warten und dann fahre ich wieder zurück nach Irland. Ich habe die Haltestelle auch schon gefunden, hier am alten Rathaus. Wir warten auf den Airport Shuttle 73 VRR. Aber wir haben ja 9 Euro, der ist überall gültig.
Das wird sehr wahrscheinlich der sein. Der fährt jetzt bis zum Bahnhof, ist auch die 73, dreht da bestimmt und kommt gleich wieder hier hin. Ja, so einen alten C1er. Mit so einem bin ich ja vorhin auch hierher gefahren, wenn ihr euch daran erinnern könnt, ganz am Anfang. Ja. Okay, dann warte ich mal, bis er dreht und wieder zurückkommt. So, da kommt er an. Natürlich mit meinem 9-Euro-Ticket kann ich da jetzt mitfahren. Ist auch noch gültig für August. Jawohl. Ja, ist der gleiche, der vorhin hier gedreht hat. Wie ihr sehen könnt, ist vorne abgesperrt bei denen. Keine Ahnung warum. Tja, dann muss es eben halt so sein. Aber der fährt natürlich noch gut, unser alter C1. So Leute, ich bin wieder zurück in Irland, da wo ich auch gestartet bin. Habe mich nur ein bisschen weiter nach links auf der anderen Seite. Da stehen die Busse. Hier haben wir so ein schönes Bild zum Abschluss. Ich hoffe, das hat euch wieder Spaß gemacht, hier mit mir durch die Gegend gefahren zu sein. Und schöne Züge waren ja weniger, aber Busse und eben halt Schienenersatzverkehr sogar und mit Bussen mitgefahren. Wenn ihr weiter dran bleibt, den Kanal abonniert, dann kriegt ihr natürlich noch mehr Infos über Städte, Busse, Menschen und sowas alles. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video, euer Mehmet Oğuz.